Man befindet sich in einem Zustand der permanenten Unsicherheit und man lebt immer mit dem Gefühl des Risikos. Am Anfang 3 Monate Vertrag mit 6 Monate Probezeit, dann noch 3 Monate Verlängerung. Mir war das immer ja unangenehm, dass ich bei Textbroker schreibe und ich dachte, ich bin die Einzige, die neben dem Job noch weitere Verdienstmöglichkeiten suchen muss, obwohl man sehr viel arbeitet. Ganz klar und deutlich machen die mir, wenn jetzt ein LKW kommt mit Lampen, dann rufen wir dich an und dann hast du da zu sein. Und wenn der ausgeräumt ist, dann kannst du auch wieder gehen. Vor gut 10 Jahren hat die Regierung Gerhard Schröder den Arbeitsmarkt dereguliert. Seither hat sich der Anteil der sozialversicherten Vollzeitbeschäftigten fast halbiert. Knapp die Hälfte der Erwerbstätigen jobbt jetzt in Praktika, wiederholt befristeter Arbeit, mit Werkverträgen, Leiharbeit oder auf Webplattformen als Crowdworker. Eine Realität, die die Menschen in immer größerer Unsicherheit zu gegenseitigen Konkurrenten werden lässt. Wir haben dadurch in den unteren Einkommensvierzehnteln Reallohnsenkungen binnen 10 Jahren zwischen 13% und 23%. Durch diese Senkung der Löhne und die Flexibilisierung der Arbeit wurde Deutschland zum Liebling der Märkte. Doch auf Druck der internationalen Kapitalströme werden immer mehr EU-Länder gezwungen, das deutsche Modell zu übernehmen. Das Modell der beliebig disponierbaren Menschen mit niedrigsten Löhnen. Wenn die Leute jetzt für 3 Euro die Stunde arbeiten, stehen die Dinge ziemlich schlecht. Sehr schlecht. Mit einem unbefristeten Vertrag sagen sie dir 14 Tage vorher Bescheid und das war's. Immer mehr Menschen werden schutzlos in einen gnadenlosen Konkurrenzkampf getrieben, während Reiche immer reicher werden. Diese Entwicklung ist keineswegs alternativlos. Solidarität statt Konkurrenz. Helfen Sie mit, dass dieser Film entsteht.